Herzlich willkommen zurück zu Dead in Finland. Ich bin euer Tojin, schön, dass ihr wieder dabei seid. So, wir sind an Tag 23 dran und zwar in der zweiten Hälfte. Wir werden gleich unser, weil wir da was hergestellt haben. Und zwar hier die Schmiede, wo wir dann hoffentlich Seile und dergleichen herstellen können, damit wir die letzten Gebäude machen können. Und unser Erntelager wird auch ein bisschen mal wieder höher von den Ressourcen. Und wenn das irgendwie im gelben Bereich ist, dann werde ich mal anfangen, hier wieder ein bisschen was zu sammeln. Ich warte vielleicht noch 2 Tage, wir müssen mal schauen. Ja, würde ich sagen mal next round. Zack. Schmiede hergestellt. Nützliche Werkzeuge schauen wir uns gleich an. Auch in dem letzten Video haben wir endlich kochen. Wir können kochen. Total geil. Freue ich mich sehr drauf. So, gehen wir doch direkt mal dahin. Wir müssen mindestens ein Rezept raussuchen. Ja, aber wir haben sowieso jetzt Nacht. Wir werden erstmal etwas Feuer machen. Und dann würde ich mir gerne nochmal die Schmiede anschauen. Aha. Ach du Jemine. Jede Menge Zeug zum Heilen kann man herstellen. Mit 7 Heilpflanzen können wir 4 Stück hiervon herstellen. Ein Schildkrautpulver, was Leiden verhindert. Ja, das ist natürlich dann schon cool, ne? Aber wieso brauche ich die Schmiede dafür nochmal zusätzlich? Mies. Also die Kräuter alleine reichen nicht. Das heißt, wir müssen doch ganz schön viele Kräuter nochmal machen. Was ist das denn hier? Cola-Nüsse. Eine Lederflasche. Und Trinkwasser. Und daraus machen wir einen Trank, der Erschöpfung und Depression runtermacht. Wir können schon richtig viel herstellen. Stillt Hunger. Aber wir brauchen ganz viele Lederflaschen dafür. Jagen. Pfeilherstellung kostet Holz natürlich. Ja, logisch. 5 Pfeile, 3 Holz. Okay, es kostet immer 3 mehr. Hat man also nicht irgendwie... Warum sollte man auch dann für mehr Herstellung weniger Holz brauchen? Das ist cool. Jagen, ohne selber rauszugehen, indem man Fallen auslegt. Ja gut, man muss die einsammeln noch. Kostet Holz und Seil und auch nochmal Eisen zusätzlich. Seilherstellung mit Hanf. Also wenn wir Kräuter sammeln, werden wir wohl erstmal Hanf besorgen müssen. Und hier brauchen wir Schafe für. Dafür brauchen wir aber eine Tierzucht. Und die haben wir auch noch nicht. Lederflaschenherstellung durch Felle. Ui, kämpfen. Vorübergehender Kampfboost nur. Schade, dass die nur vorübergehend sind. Sonst wäre es richtig geil. Warum ist die Stahlrüstung danach weg? Warum ist sie nur vorübergehend? Das ist total doof. Ich meine, das ist halt so jetzt in dem Spiel so, aber ich finde es schade. Warum kann ich die nicht komplett irgendwie upgraden durch irgendwelches Gear, was wir dann halt herstellen? Das wäre doch viel geiler. Schade, schade. Aber wenn man weiß, dass irgendein krasser Kampf ist, ist es vielleicht nicht schlecht, sowas da zu haben. Viel wichtiger sind natürlich die Seile. Die brauchen wir unbedingt, um den ganzen Schose herstellen zu können. Aber 15 Hanf ist richtig viel dafür. Das ist eine Menge. Das ist richtig eine Menge, das stimmt. Sehen wir, wie viele Pfeile wir haben. Nee, können wir leider nicht sehen. Okay, und was Neues herstellen können wir sowieso, glaube ich, nicht, ne? Also was Neues bauen, meine ich. Das Jagdlager. Es kostet, wie gesagt, Holz, Seile. Und wir brauchen für alles ganz viele Seile. Dörrkammer wäre interessant. Garten wäre noch viel interessanter. Wir brauchen 10 Seile unbedingt. Also brauchen wir ganz viel Hanf. Uns fehlen einfach Seile und Holz.
Man könnte hingehen, könnte irgendwas upgraden jetzt. Zum Beispiel das Erntelager. Ne, können wir auch nicht. Brauchen wir Seile. Umwandlung davon ist nutzlos. Das wäre halt interessant. Erntelager 2, damit zwei Leute ernten können. Aber da fehlen uns auch Seile. Ne, das wird nichts. Okay, dann lassen wir die Schmiede jetzt einfach mal in Ruhe und du darfst hier hinten Holz mitmachen. Da seid ihr zwei super Holzfäller. Da kann ja kaum was schief gehen, was die Holzproduktion betrifft. 8 bis 14 Holz, sehr, sehr gut wird das. Du bist ein bisschen Depri und hast auch ein bisschen davon. Wir brauchen... Achso, wir haben sowieso den Tag beendet. Beenden wir erstmal den Tag. Schauen wir uns morgen die Gegend an, die wir entdeckt haben. Hallo allerseits. Hört bitte zu, wir haben eine Schmiede. Wir haben ein paar Werkzeuge und einen Bereich eingerichtet, an dem wir neue Dinge herstellen können. Zuerst werden wir Pfeile und Fallen herstellen. Das ist sehr wichtig, wenn wir weiterhin jagen wollen. Ja, dann werden wir aus Hanf und Wolle Seile und Stoff weben. Sie sind wichtig für Gebäude, die wir im Lager bauen wollen. Und dann können wir auch Lederflaschen und verschiedene Tränke herstellen. Ich werde euch die Zutaten nennen. Ihr seht, es ist nicht kompliziert, aber es kann ein wahrer Lebensretter sein. Ja, ja, und was ist mit Waffen? Wir werden welche herstellen, wenn wir genug Eisen finden. Man kann aus Eisen und etwas Holzkohle guten Stahl herstellen. Hier, wir können Knochen verwenden. Das ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber es funktioniert. Na super, wir werden unsere Waffen nach den Leuten benennen, deren Knochen wir für die Waffen verwenden. Seht, ich schwinge Björns Schwert. Ich werde dir den Kopf spalten und das ganze Holz abnehmen. Ja, so ähnlich. So, vier Gebäude noch. Ne, drei noch. Kann ich dich kurz sprechen, Eirik? Aber sicher doch. Das tust du bereits, Solveig. Ja, ich wollte dir nur sagen, wie schön es ist, wie du deine Tochter liebst. Ich spüre, dass ihr zwei eine starke Beziehung habt. Ist das nicht normal? Nicht alle Männer sind so nett zu ihren Kindern. Ich liebe meine Tochter über alles. Sie denken, es sei die Aufgabe der Mutter, sie zu lieben und für sie zu sorgen und sie selbst sorgen für materielle Dinge. Misch dich nicht in die Beziehung ein, definitiv. Hier muss jeder seine Aufgabe erledigen, ob Mann oder Frau. Ich weiß, es gibt viel zu tun. Es tut mir leid, dass ich nicht so hilfreich bin. Ich muss den ganzen Tag meinen Tormod versorgen. Nein, du bist super. Du bist eine mega Köchin. Du machst das großartig, Solveig. Es ist, als ob du doppelt so viele Aufgaben erledigst, als wir alle. Na, danke, ich werde mein Bestes geben. Ich will nur nicht mehr alleine in diesem dunklen Wald sein. Wieso geht dir denn hoch die Depression? Du bist nicht mehr alleine in dem Wald. Ach je. Ich hoffe, wir können uns hier für immer niederlassen. Ach, die haben Angst, dass wir sie rausschmeißen. Okay. Da wir genügend durch den Regen zu trinken haben, ist das gar kein Problem, euch ein bisschen Wasser abzugeben. Nein, ich habe vergessen ein... Ah, sowas Doofes. Das war gerade nicht angezeigt, oder bin ich blöd? Okay, da wird bestimmt eine Generation 2 draus kommen. Naja, das ist dann halt so. Und wir haben richtig gute Mahlzeiten hier. Schaut euch das mal an. Ah, das ist schon geil. Ne? Zu frittierten Fisch. Das ist also nicht so schlimm. Frittierter Fisch wird ja wahrscheinlich auch noch essbar sein, oder? Das wollen wir natürlich hier aufbrauen. Das wird zu Drecksfraß.
Du kriegst eine super Mahlzeit. Yay! So macht das Spaß, Jungs und Mädels. Hammer! Du brauchst gar nichts zu essen. Du gehst leer aus. Und hier wird interessant, was aus dem frittierten Fisch wird. Ich schreibe mal kurz auf. 16 bis 20. 2 bis 4 Depri weg. Was wiederum auch geil ist, ne? Ach, das ist eigentlich Blödsinn. Komm hier. Iss. Und Depri was runter. Ja, und den Rest, den werden wir gar nicht mehr verwenden. Sowas tun wir höchstens herstellen noch. Das ist Mist. Verkackt wieder mal. Und wir haben keinen Regen mehr. Mist. Das ist natürlich problematisch. Machen wir erstmal die Vorräte höher. Gut. So, dann haben wir wieder Holzmangel. So ist es halt. Jetzt müssen wir schauen. Wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall Hanf haben. Fokus auf Hanf. Und kochen tun wir noch nicht. Du gehst nämlich jetzt dahin und erntest. Hanf, 5 bis 9. Sehr gut. Da brauchen wir nämlich richtig viel von. Deine Depri ist echt ätzend. Deswegen werdet ihr beide jetzt mal da ein bisschen Austausch haben, würde ich sagen. Halbwegs haben sie sich auch verstanden. Du bist ausgeruht. Was hast du denn da? Du hast ein Leiden. Wegen deinem blöden Husten sehr wahrscheinlich, ne? Plus 1 bis 4 auf Leiden jede Nacht. Wir könnten mal hingehen und versuchen, das zu heilen. Sehr gut. Hat geklappt, ne? Jetzt müssen wir nur noch das Leiden was runterkriegen. Da haben wir aber nichts für. Unsere Kräuterkundige. Du darfst den magischen Beutel nutzen. Ja, Leiden, das ist natürlich ein Problem. Und ich habe nichts, was ich hier geben kann. Jetzt ist die Frage, Erschöpfung verringert sich, Leiden kriegen wir das auch irgendwie durch die Hütte weg? Oder durch die Nacht? Nee, nur Erschöpfung. Mist. Ja, hier, Lagerbevölkerung, 7 von 8. Haha, wir könnten nur einen mehr haben. Wir müssen dann das noch vorher upgraden. Einen können wir aber mitnehmen noch. Ein Arzt ist erforderlich. Wen können wir denn abspacken irgendwo? Ich glaube, das warst du, ne? Du warst der Arzt, glaube ich. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Du musst mit dem Leiden leider jetzt erstmal klarkommen.
Und stattdessen ein bisschen Wasser besorgen. Es tut auch keiner angeln gerade, ne? Das ist auch ein Problem. Du hast da nur 5 drin. Das ist natürlich total scheiße. Da bist du nicht schlecht im Ernten. Wir müssen ja mal anfangen mit dem Kram, ne? Okay. Wie sieht's da aus überhaupt? Ah, es ist erst auf 42. Es rentiert sich nicht. Das rentiert sich eigentlich nicht. Da ist kaum Unterschied. 5 von 9 bleibt gleich. Dann kann ich dich nämlich angeln schicken lassen. Mit 15 bist du da wenigstens ein bisschen besser. Wir haben Anfang des Tages. Wir wollten uns noch was anschauen. Wir haben was Neues entdeckt. Also hier sind 2 Runensachen. Das scheint alles mit Wissen zu tun haben. Gehen wir nochmal hier hin. Dunkles Loch mit Spinnweben. Was da wohl drin ist. Ein ungewöhnlich großes Spinnennetz fällt dir ins Auge. Du untersuchst es genauer und findest ein Loch im Boden, groß genug, um deine Hände hineinzustecken. Du fragst dich, ob darin etwas versteckt sein könnte. Ich überlege gerade wirklich, ob wir eine weitere Person nicht mitnehmen. Es ist wieder was mehr Nahrung natürlich, die wir brauchen, aber es wäre, glaube ich, nicht schlecht, wenn wir einen Mann mehr hätten jetzt. Loch durchsuchen. Spinnenweben verbrennen erstmal. Das ist eine gute Idee. Hoffentlich verbrennen wir nicht alles damit. Ja, wen lassen wir das denn machen? Na dich. Was sich auch immer für eine Kreatur darin befindet, du willst nicht in der Nähe sein. Du bastelst eine Fackel und zündest sie, bevor du sie in das Loch wirfst. Stoff und Holz kostet uns das, Dankeschön. Und etwas Feuer. Du siehst zu, wie das Spinnennetz Feuer fängt. Kurz darauf krabbeln brennende Spinnen aus dem Loch, gefolgt von einem Schwarm von Jungen. Es ist ein ziemlich zufriedenstellender Anblick. Okay, für sie. Pyromane. die ist echt heftig. Als das Feuer stirbt, beginnst du das Loch zu durchsuchen. Die verbrannten Wespen und Weben und Spinnen bilden eine widerliche, schleimige Substanz, die dich aber nicht abhalten wird. Oh, hoffentlich ist die Substanz nicht giftig oder sowas jetzt. Deine Finger treffen schließlich auf etwas Hartes. Du bekommst das Objekt aus dem Loch und lächelst. Es ist eine kleine Metallkiste und sie ist nicht leer. Ein seltsames Vergrößerungsgerät. Ullas goldener Pfeil. Und hier ist schon wieder was kaputt. Die Werkstatt. Aber warum sollte ich reparieren, da wir sowieso gerade in der Werkstatt nichts bauen können? Nö, machen wir nicht. Darf ich noch nicht das vergesse ich dann, ne? Merke sie jetzt, Joe. Ich hoffe es. Ich hoffe, ich merke es mir. So, das Fischlager wird auch leerer, ja. Gegenstände, da wollte ich hin. Was ist das für ein goldener Pfeil? Erkundung plus 5, wie geil ist das denn? Und Jagd plus 5. Das ist richtig geil. So, Mädel, wo bist du? Benutzt die. Erkundung, kann ich mal gerade schauen. Müsstest du eigentlich der Beste sein. Ja. Erhöhen wir das doch mal. Bams. Jagd, da ist er der Beste. Dann erhöhen wir das auch bei ihm. Umgang mit Tieren. Haben wir keinen richtig guten. Wir wissen aber, dass jemand das richtig gut kann. Und das ist er. Aber der war aber sonst total scheiße. Aber bevor ich da nicht wirklich was habe, warum sollte ich ihn da nehmen, ne? Das wäre natürlich eine Überlegung, einen weiteren Charakter ihn zu nehmen. Ich weiß nicht, was die können.
Das ist das Interessante. Was können die? Hier sind wieder zwei. Wir können nicht beide mitnehmen. Und die werden wahrscheinlich nur im Duo gehen. Hier kriegen wir ein paar Knochen noch. Womit sollte das wilde Mädchen sich auskennen? Wahrscheinlich mit Kräuter sammeln oder sowas. Vielleicht kennt sie sich aber auch gut mit Tieren aus. Wer weiß das schon? Also ich bin mir eigentlich recht sicher, dass er total schlau war, was die Tiere betraf. Und ich glaube, deswegen nehme ich den jetzt mit, oder? Aber ansonsten konnte der gar nichts, der war total scheiße. Ich brauche jemanden für die Tiere, definitiv. Komm, wir nehmen den mit. Der war nämlich recht gut gewesen da drin. Ja, du kannst gut mit Leuten quatschen. Das kennen wir natürlich schon, darum setzen wir das vor. Ja, du bist gestrandet auf der Insel. Komm mit. Vielleicht treffen wir ja irgendwann auf deine Leute noch. Zurück zum Lager. Werden wir nicht vergessen. Darum haben wir ihn hier reingeholt. Jemand mehr zum Ernten und dergleichen, der aber natürlich jetzt auch mehr Nahrung kostet uns. Wir haben direkt einen Stufenaufstieg bei ihm. Kochen, angehender Handwerker, Herstellung plus 100, minus 50 Erkundung, ist auch nicht wichtig. Verletzung, Leiden, Umgang mit Tieren. Und da drin wollten wir ihn doch, glaube ich, haben. Umgang mit Tieren, genau, da war er super. Und er kann auch Gartenbau super. Und da brauchen wir auch bald einen. Ja, der wird jetzt interessant, definitiv. Da mach doch mal Umgang mit Tieren erhöhen, dass du da sehr gut weiterkommst. Kampf wollen wir gar nicht bei dir haben. Verfassung. Bergbau plus 10. Warum sollst du Bergbau machen? Oh, du hast 27 Bergbau, gar nicht so schlecht. Mehr Verfassung kann eigentlich nie schaden. Bitteschön. Hat Auswirkungen darauf, wie lange wir Ernteläger garten, garten und Ställe wirst du nutzen. Ist also wichtig dafür, dass du das höher hast. Okay. Soweit, so gut. Was kannst du denn sonst noch? Du könntest angeln sogar gar nicht so schlecht. Und Wasser holen kannst du auch ganz gut. Der hat Waldbau 34? Das ist ganz anders als das letzte. Das ist Zufall. Naja. Das ist ja wahrscheinlich Zufall, wie die Werte sind. Wir könnten dich Wasser schicken lassen. Warum eigentlich nicht? Hol mal ein bisschen Wasser rein. Schön, ich bin zufrieden. So starten wir es. Depression runter. Spulen wir mal vor. Und ein Kampf. So. Dann die gewohnte Truppe, würde ich sagen. Dann starte doch direkt mal mit dem Pfeilhagel. Sehr gut. Da habt ihr. Mistzecke. Aufbewahren. Ein Feld nach vorne.
3 Punkte. Sehr gut. Alkohol, das ist die Lösung. Nein, nein, ah, auf alle Hetze schießen dürfen, nur nicht auf sie. Ah, das ist so ein Problem mit ihr. Eieiei, critical. Jetzt kriegen sie aber was hier auf den Sack gerade. Schade, dass ich jetzt hier nicht irgendwie heilen kann. Ja, dann bewegst du dich nach vorne, das ist das Problem. Das bringt alles nichts. Pfeilhagel und hoffen. Ja, das ist doch super gewesen. Und jetzt ausweichen. Okay, im Kampf heilen. Das wäre cool. So, machen wir noch zwei durch normale Schläge. So, das ist der Buff. Ne, dann mache ich lieber zwei davon. Da habe ich die Möglichkeit, auf jeden Fall noch mehr Schaden zu machen. Okay, dann würde ich sagen, versuchen wir doch nochmal zu tricksen und mit einem Berserker-Angriff. Vorher den Kampfschrei, dann den Berserker und 6 Schaden. 7 sogar. Ja, geil. Aber Kari ist leider verwundet. Das ist ein Problem. Aber das ist halt echt geil, ne? Durch die Kämpfe kriegen wir cooles Zeug. So, sie ist verwundet. Wir haben keine Gegenstände dafür gehabt zur Heilung. Müssen wir sie reparieren. So, wir haben ein bisschen roher Fisch. Wir müssen den natürlich kochen. Ganz wichtig jetzt. Komm her. Vielfraß 10%, aber bevor es verschwendet wird, mache ich es mal besser mit. Ja, genau so machen wir es. Und du kannst weiter hier, obwohl du bist schon... Naja, nein, machen wir trotzdem weiter. Oder Angelico. Du sammelst weiter Hanf. Da haben wir jetzt 17. Wir können bald 5 Seile herstellen. 20 brauchten wir dafür. Ihr könnt Holz holen. Oh, ihr habt halt Depri wieder. Das ist echt mies mit der Depri. Dauert Depri alle. Bei dir ist nicht ganz runtergegangen. Hey, wir haben Level Up. Stahlhaut. Gesundheit plus 2. Falls sie mal kämpfen tut, ist das natürlich nicht schlecht. Plus 1 Minimumschaden. Auch geil. Also das ist geil. Schaden plus 1 und Gesundheit plus 2. Die Verwundungen sind halt echt fies.
Da würde ich schon fast die Gesundheit eher mitnehmen. Ja. Gesundheit ist unheimlich wichtig, damit man einen kleinen Schutz hat. So, jetzt ist die Frage, direkt nochmal sitzen lassen, die beiden, damit wir hier die Depri wegkriegen. Keiner ruht sich auch aus. Ja, also überlege ich gleich. Machen erstmal nochmal einen Break. Bis demnächst, euer Chojin.